Ein neuer Tag, ein neues Abenteuer. Gemeinsam mit Kumpel Peter bereitet sich Tamme Hanken im Strandhotel auf einen ganz besonderen Trip vor. Heute soll für den Knochenbrecher ein Traum in Erfüllung gehen. Cowboy Mustafa will ihm das Tal der Wildpferde zeigen. Doch vorher werden sie noch zu einem ungewöhnlichen Fall gerufen. Ein Pferd hat sich bei einem misslungenen Ausbruchsmanöver aus seiner Box verletzt. Das ist vor 2,5 Monaten. Durch diesen Loch ist er rausgekommen, hier im Stall. Au! Hier. Ja. Und danach diese Zaun da, Holz. Darüber, dann hat er so ein Elefantenbein gehabt. Ja. Aber so richtig dick. Viel Wasser, viel kühl. Ja, dann immer haben wir Wasser das drauf schon behandelt. So, das ist dein Freund. Lauf mal einmal hoch und runter. Der Vierbeiner ist zwar wieder ganz gut zu Fuß, aber die Spuren des Fluchtversuches sitzen immer noch in seinen Knochen. Ein paar Schritte weiter. Weiter? Ja. Gut. Das kommt hier oben raus. Das Problem. Jetzt Fuß. Geh mal hier. Komm. Hallo. Da. Mit Fuß. Du musst einen Schmied dabei haben. Knack. Gut. Das ist ein Problem, das hat das Pferd schon ganz lange. Der ist mal so ausgerutscht. Ja, möglich. Wenn du das Pferd rönscht, hat er an der rechten Seite eine Bruchstelle gehabt. Alles gut. Lauf mal hin und her. Ja, er ist steif an der rechten Seite, nicht? Vorne läuft er ganz schlecht, ne? Unten die Füße. Ja, willst du noch einmal im Hin und Her laufen, bitte? Ja. Nach Tammes Soforthilfe wird nun der Gehapparat des Pferdes inspiziert. Und hier gibt es Handlungsbedarf. Die Füße müssen planen, nicht so. So laufen und dann. Verstehst du? Hofbeschlag ganz wichtig. Und außen vom Hof hinten etwas mehr wegschneiden. 2 mm mehr wie innen. Von außen? Nur Außenkante. Wenn dies der Hof ist, außen, rechter Hof, schneidest du hier außen weg und dies lässt du stehen. Innen lassen wir stehen? Ja. Also diese Seite. Die Seiten, beide. Diese musst du beide vorne, beide außen wegnehmen. Hier wegnehmen? Ja. Hier stehen lassen. Hier wegnehmen. Und hier hinten schneidest du von dieser Seite weg bis vor meinen Schuh. Ein Drittel stehen lassen, den Rest wegschneiden. Dann kriegt das Pferd einen geraden Fuß. Auch für den rechten? Ja, für beide Füße. Beide nicht mehr so, der soll nicht so stehen, der soll reinkommen und rund. Sonst ist er gut in Schuss. Auch mal ein bisschen gegen Würmer geben. So ein bisschen Wurmbauch. Nur rechts vorne ist er angeschlagen, nicht die Sehne. Also wenn du da Rennen mitgehen willst, da hält er nicht lange. Nicht? Wenn du hier vorne fühlst, hier die ganze Sehne, die ist angelaufen. Auf dem harten Laufen. Die Zehe ist jetzt ein bisschen lang. Die Zehe muss vorne kurz. Ja. Du musst schön steil stehen, dann wird das besser. Okay? Okay. Sonst fein. Super. Okay.